Hey Jagdfreunde, endlich mal wieder auf meiner persönlichen Lieblingsheimat Silver Ridge Peaks. Ich habe vor einiger Zeit hier mal den Diagabelbock geschossen mit einem ziemlichen Lucky Treffer. Seitdem ist keiner mehr aufgetaucht und ich brauche aber für die Lodge, die ich gerade am Aufmöbeln bin, unbedingt einen zweiten. So stelle ich mir den Raum zumindest vor. Wir gucken jetzt heute mal quer über die Map, über die weiten Flächen, an die Seen, durch die Wälder, was wir so alles finden und ich hoffe, es ist irgendwas Schönes dabei. Gabelböcke gibt es auf Silver Ridge Peaks im Südosten der Karte. Zu den Trinkzeiten findet man sie eigentlich an jedem der Seen. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass man sie auch außerhalb der Trinkzeiten super jagen kann. Man kann die Map genießen und sich gleichzeitig von dem ein oder anderen schönen Gabelbock überraschen lassen. An Waffen habe ich auch ein bisschen eine Besonderheit dabei. Die Coachmate, die hat mir Kit empfohlen. Grüße gehen raus. Die schießt alles von 4 bis 9, ist also wunderbar für Silver Ridge Peaks, hat nicht so eine ganz hohe Reichweite wie die Sporter oder wie die Eckers oder sowas, aber trotzdem glaube ich, dass man mit der ganz gut jagen kann und ich würde sagen, wir legen los. Ich habe da vorne direkt die ersten Tiere gesehen, schöner Dreier bis 74, ein Weibchen, ich wollte gerade sagen, der hier sieht gut aus, ein Vierer ist nicht ganz in Deer Range, geht bis 92, Deer geht glaube ich bei 98 los, trotzdem super Anfang. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. So 100 Meter würde ich gerne haben. Und dann schauen wir mal, was die Coachmate so kann. Der Vierer ist jetzt eigentlich gut in Range. Er wird hier nur ein bisschen verdeckt. Ich muss mal schauen, ob ich an dem vorbeikomme. Ist nicht ganz einfach. Müsste aber gehen, wenn der Vordere hier den Kopf runternimmt. Dann habe ich eigentlich eine freie Sicht. Und dadurch, dass die sehr schnell schießt, kann man bei den großen Gruppen von Gabelböcken auch schnell mal zwei rausnehmen. Sah jetzt extrem stark aus. Also beide lagen im Knall. Einmal der Vierer, einmal der Dreier. Guter Start. Wir heben erstmal den Dreier auf. Doppellunge auf 100 Meter. Ja, war wirklich gut. Hier jetzt der Vierer. Ein Gold mit 91,9. Also wirklich nicht übel. Ja, wenn hier dieses zweite Horn nicht so verkümmert wäre, dann wäre es wahrscheinlich sogar ordentlich Deer-Potenzial gewesen. Ist nicht schlecht, 59 Kilo, sehr, sehr schön und macht Hoffnung, dass da heute einiges geht. Und das ist das, was ich an Silver Ridge Peaks so gern mag. Ich finde die Landschaft einfach so schön mit den Bergen im Hintergrund, hier den offenen, weiten Flächen, unten der See. Im Norden oben sind noch diese roten Felsen, gefällt mir einfach richtig gut. Ich habe mir für heute vorgenommen, nicht nur an die Seen zu schauen, sondern auch ein bisschen Fährten zu lesen. Max Weltspur, der gehen wir jetzt mal hinterher und schauen mal, was da auf uns wartet. Ich habe hier den Brumpfschrei, der Wind ist ein bisschen suboptimal, aber noch warnt er nicht. Vielleicht kann ich da so um ihn rum schleichen. Im Wald hat man eigentlich ganz gute Deckung. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich bin eine Weile hinterher. Wir haben jetzt hier mal eine Losung. Ist immer spannend zu sehen. Alt, okay. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen schneller machen, sonst wird es nie was. Nächste Losung, frisch, okay. Das heißt, er kann eigentlich nicht so weit weg sein, sondern muss eigentlich irgendwo, so ein Maultierhirsch, da unten im Wald stehen oder umherlaufen. Oh, das müsste sein. Ja, da ist er. Sieht jetzt nicht so super riesig aus. Vielleicht ist es auch nicht, aber... Dreier, der bis 65 geht. Okay, wir nehmen ihn mal raus. Hat gepasst. Beim Baum war es dann zu Ende. 50 Kilo und 63, also der war jetzt nicht der größte. Trotzdem ist immer spannend, wenn man so eine Max-Weight-Spur findet. Ich wollte mir gerade den Jagddruck anschauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Spur noch da ist. Und wenn das der von der Spur gewesen wäre, dann müsste die doch jetzt weg sein. Also hier ist wieder was. Da muss irgendwann noch einer mit einer Max-Weight-Spur rumlaufen. Ich würde sagen, Runde 2. Let's go. Also ich bin ihm jetzt echt lange hinterher. Ich hatte die Spur zwischenzeitlich verloren. Jetzt habe ich die Losung gefunden mit frisch. Irgendwo hier muss er sich verstecken. Also um mich rum steppt es überall. Da ist ein Bär. Irgendwo war da noch ein Bison. Vierer bis 194, auch nicht schlecht. Da ist doch... Da ist ein Gabelbock. Vierer, das ist er, bis 96. Er geht ein bisschen höher als der von vorhin.
aber leider nicht in der Range. Aber die Waffe taugt mir immer mehr. Auch Kimmel und Korn ist irgendwie ganz nice. So, was kann er? 59 Kilo, Vierer mit 87,8. Also noch ein gutes Stück weg von der Deer Range. 1190, ja, Schuss hat gepasst. Und wir haben die nächste Gruppe. Noch ein Dreier, zwei Dreier nebeneinander. So ein Gescheckter wäre natürlich auch ganz schön. Aber jetzt nehmen wir erstmal die beiden hier. Was man hier jetzt ganz schön sieht, ist die unterschiedlichen Farbakzente, würde ich jetzt mal sagen, bei den Gabelböcken. Das finde ich so mit cool an denen, dass es da so dunkle, dunkelorange, hellere gibt. Auch bei den gescheckten Varianten gibt es verschiedene. Der eine ist so gepunktet, der andere ist mehr fleckig. Ja, einfach auch wirklich schöne Tiere. 100 Meter ungefähr. Schussfeld ist einigermaßen frei, müsste noch gehen. Ja. Rennt da noch was weg? Oh boy. Ich hoffe, da war der Deer nicht dabei. Dreier, Dreier. Tja, man sollte eigentlich immer erstmal die Lage checken und nicht einfach reinhalten. Warum passiert mir sowas immer? Es ist nicht doppeldeutig gemeint. Ich verspreche es euch. Holy shit. Wenn das Sarah sieht, gibt's Ärger. Okay, es ist scheinbar nichts Größeres mehr dabei. Ein paar Dreier, eine schöne Gruppe Männchen. Ich gehe jetzt mal lieber einsammeln. Wir haben hier einmal den Hellen. Gerade so noch Doppellunge 71,3. Und daneben ist der Dunkle. Die Dunklen finde ich besonders schön. Auch die Doppellunge mit 69,8. Nur ein Silber, aber trotzdem guter Spot hier. Warnruf direkt hinter mir. Ich wollte gerade sagen, da vorne stehen welche im Schilf, man sieht es ein bisschen schwer. Ich habe jetzt keinen großen gesehen, wieder ein paar Dreier, noch ein Weibchen. Aber mal gucken, was hier hinter uns faucht, knurrt, schreit. Keine Ahnung, wie nennt man das bei Gabelböcken? Da bewegt sich was. Dreier, den nehmen wir mal. Auch das Nachladen finde ich bei der Waffe sehr gut. Wie er da so die Patronen reinschmeißt. Nächste Dreier, wieder die Doppellunge, war auch nicht so weit weg, 69,3. Die trinken noch, sehr gut, vielleicht können wir da noch einen rausnehmen. Da ist ein Dreier dabei, der ist schon mal nicht so schlecht. Ein Zweier, da steht noch irgendwas Kleineres. Noch ein Zweier. Hier ist ein Vierer wieder, bis 94. Da steht noch ein Dreier, also wieder nicht in Deer Range, da steht auch noch irgendwas drinnen. Dreier. Naja, dann wird es der hier werden. Nicht in Deer Range, aber trotzdem wieder ein schöner Vierer. Noch ein nachgelegt, sonst wäre er wahrscheinlich etwas weiter gesprungen. Schauen wir mal an. Bin gespannt, wo die beiden reingingen. Sieht jetzt nicht so schlecht aus. Gefühlt war ich nicht genau on point. Single-Lunge und der zweite Doppellunge. Deswegen ist er dann doch so schnell gefallen. Vierer mit 57 Kilo und wieder 86,3. Wir werden von den beiden Seen jetzt hier so runterlaufen und der ganze Bereich, finde ich, ist sehr gut, um Jagd auf Gabelböcke zu machen. Die ziehen da oft über die freien Flächen und auch hier haben wir jetzt eine schöne Gruppe, 68, 86. Der sieht nicht schlecht aus, ist ein bisschen weit weg, aber mich hat es eh interessiert, wie die Waffe auf größere Distanzen schießt. Könnte jetzt ein bisschen schwer werden. Ich habe keine Ahnung, wie weit über ich halten muss. Hat geklappt. Schauen wir uns mal den Schuss an. Doppellunge, ja, wunderbar. Also tatsächlich, ich habe relativ oben gehalten und er ist relativ weit unten eingeschlagen. Das heißt, die Kugel fällt da scheinbar auf die größeren Entfernungen. 206 Meter, ziemlich runter. Da vorne zieht die nächste Gruppe umher, aber es sind, glaube ich, nur Weibchen. Ein Dreier, der springt aber weg. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Jawohl. Auch der sollte gepasst haben. 55 Kilo, 72,3. Ja, gerade noch so. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch einmal in den Süden, beziehungsweise in den Südosten runter an den See und schauen mal, was wir da noch so finden. Da kann man auch sehr gut Ansitzjagd machen, so über die Seen. Die sind nicht allzu groß. Und wir schauen jetzt einfach mal, was wir hier noch finden. Ansonsten waren wir dann auch schon
ziemlich an jedem Spot, wo es Gabelböcke gibt. Ja, mal gucken, ob es ein Happy End wird. Und da vorne gab es gerade den Schrei und wir sehen die Gruppe Gabelböcke, die hier am Trinken ist. Ist ein gutes Stück weg vom See, muss man sagen. Also die sind hier hinten im Südosten vom See. Darauf auch immer achten, wenn ihr die sucht, kann sein, dass die irgendwo im Wald noch sich verstecken. Es sieht jetzt nicht so aus, als ob irgendwas besonders Großes mit dabei ist. Ich würde fast sagen, der hinter dem steht, hat noch die größten Hörner. Vielleicht kriegen wir die beide. Ja, liegen beide. Wir schauen mal noch, ob irgendwas noch wegspringt, was auf den ersten Blick vielversprechend aussieht. Kleiner Zweier. Nee, ich glaube, da war nichts Größeres dabei. 53 Kilo, 70,2. Und der andere hat 58 Kilo und 86,7. Also schöner Goldgabelbock auf zum nächsten See. Aber ich glaube, wir fangen von der anderen Seite an. Denn der Wind geht genau in den Osten, beziehungsweise in den Südosten. Aber ich glaube, es ist einfach leichter, wenn wir so rübergehen. Das ist das, was ich meinte. Man kann gut Ansitz machen, weil die hier eigentlich immer relativ frei stehen. Vom Dreibein aus. Wir werden es jetzt nicht nutzen, weil die Waffe nicht so weit geht. 250 Meter kann man da wirklich gut auf Gabelböcke ansitzen. Sagt man das so? Auf Gabelböcke ansitzen? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Rocky Mountain Wapiti sind da noch dabei. Zwei Weibchen. Das sind noch einige hier wieder im Schilf. Das heißt, wir gehen mal um den See rum, damit wir eine bessere Sicht haben. Also, es sieht echt so aus, ob hier nur Weibchen sind. Da kommt jetzt aber noch alles Mögliche hinterher, aber es sind nur Weibchen. Zweier Weibchen. Holy! Vierer Gabelbock. 87 bis 101. Das ist der King hier von den Damen. Junge, ich meine, mein erster Diamant war auch ein Vierer. Ich bin mir da jetzt gerade nicht mehr 100% sicher. 87 bis 101 hat trotzdem auch ordentliches Trollpotenzial, aber wir werden ihn auf jeden Fall legen. Er steht jetzt relativ schwierig, direkt frontal auf mich zu und hier durchs Schilf auf den Nacken zu gehen, möchte ich jetzt ungern. Ich schau mal, ob ich den vielleicht von der Seite bekomme. So, wie sieht's aus? Es ist so viel hier gerade los, dass ich gar nicht sagen kann, welcher steht vorne und welcher steht hinten. Geht's mit dem Zielfernrohr ein bisschen besser? Ich glaube nicht. Vielleicht können wir hier mal auf die Virant zurückgreifen. Mal eben das Visier wechseln. Da müssten wir jetzt deutlich näher hinkommen. Er steht schon vorne. Und es müsste vom Trefferbild auch gut in die Lunge reingehen. Wie weit ist er weg? Ungefähr 150 Meter. Shit. Ich setze jetzt keinen hinterher, der geht hier gar nicht runter. Ist immer noch bei 75. Jetzt fällt er langsam. Den habe ich versemmelt. 50. Keine Ahnung, wo die Schüsse hingingen. Oh no. Ich war mir sicher, der geht in die Lunge. Junge, das tut weh. Der wird jetzt fallen. Der wird auf jeden Fall fallen. Und jetzt kann ich eigentlich fast nur hoffen, dass es kein Dia war. Holy moly. Also das sieht nicht gut aus. Keine Organe getroffen. Könnte jetzt sehr unangenehm werden. Ich dachte anfangs, ich habe ihn so schlecht erwischt, dass er wirklich gar nicht fällt. Aber als er dann die 50 hatte, war klar, der wird gleich down sein. Und die zwei, die ich nachgesetzt habe, ich weiß nicht, ob die getroffen hätten, aber ich glaube, die sind dann irgendwo in den Baum rein. Jetzt bin ich echt gespannt. Da liegt er. Wir können uns jetzt gleich mal die Hörner anschauen, ob das Dia sein könnte. Erstmal wird der Hund gelobt. Super gemacht. Also, gefühlt würde ich sagen, wären große Goldhörner gewesen und es ist kein Diamant. Ich kann es euch aber nicht sagen. Sie sehen jetzt auch nicht besonders klein aus, ehrlich gesagt. Wir schauen einfach nach. 87,6, also alles gut.
der Schuss war einfach zu weit unten. Also die Kugel ist auf 168 Meter zu weit gefallen. Ich blende euch im Nachhinein mal zeitlupenmäßig den Schuss rein. Ich hätte eigentlich gedacht, ich war weiter oben. 87,6, halb so wild, fast den Dia versemmelt. Und wir gehen jetzt zum letzten See und schauen mal, was da noch wartet. Beim letzten See angekommen, Moment, beim vorletzten, zu dem wollten wir auch noch schauen, ob da vielleicht was ist. Hier stehen die irgendwo, ja genau. Wieder ein Vierer, der sah auch wieder sehr groß aus auf den ersten Blick. 87, also relativ klein im Verhältnis. Ist sonst noch was Großes dabei? Dreier, Dreier. Eine richtig große Gruppe von Männchen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Vierer wieder mit. Checken einmal die Lage. 150 Meter. Ich versuche jetzt nochmal. Ist ein ähnlicher Winkel. Jetzt klappt's. Ich habe ein bisschen höher angehalten. Aber er liegt. Muss man einfach drauf achten. 58 und 87. Also auch nichts besonders Großes. Jetzt geht's zum letzten See. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt Gabelböcke habe, aber wir schauen einfach mal hin und lassen uns überraschen und laufen mal von hier runter. Da stehen tatsächlich welche, ein Dreier, noch ein Dreier. Wir gucken aber jetzt erst einmal komplett außen rum, ob da noch was anderes ist. Nicht, dass ich wieder die Hälfte aufscheuche. Hier ist die nächste große Gruppe von Weibchen. Das letzte Mal war da ein ordentlicher Bursche dabei, aber diesmal sieht es nicht so aus. Schade. Da kam jetzt noch ein Zweier mit dazu. Also sieht wirklich so aus, als ob das jetzt hier die einzigen Männchen am See sind. Und wir nehmen einfach mal direkt ihn hier. 159 Meter. Bisschen zu gierig. Ich dachte mir, vielleicht kann ich den hinterher setzen. Aber ich denke, der ist auch wieder zu weit runtergefallen. Der war zu weit weg. Aber wir schauen uns den letzten Abschluss hier jetzt mal an. Ansonsten war die Runde jetzt schon ziemlich ergiebig hier im Südosten von Silveridge Peaks. Viele Gabelböcke gefunden. Habe ich noch genug Zeit? Ich glaube, ich muss kurz unterbrechen. 65 Kilo Spur, ey. Ich habe leider was ich erledigen muss. Aber wir machen hier einfach einen kurzen Cut. Und sehen uns dann hoffentlich gleich oder morgen oder wann auch immer wieder. Und wir werden dieser Spur noch nachgehen. Bis dann. Ich wollte jetzt eigentlich gerade weitermachen. Und der Spur nachgehen. Aber wir haben hier einen Vierer. Der geht bis 98. Ich denke, er ist ein Ticken zu klein. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob es diese Spur hier ist, die da dazugehört. Wir markieren uns hier mal und schauen uns jetzt die beiden Abschüsse an. Ich bin noch nicht aus dem Server raus. Hier ist der erste. Dreier, Doppellunge. Sehr schön. Ich sag euch, wenn der jetzt die 98 scored, ey. Der letzte Abschuss. Dann flippe ich aus. Ich glaube, da können wir uns keine Hoffnungen machen. Ich glaube, die Hörner sind deutlich zu klein. Wir schauen ihn uns mal an. Gold, 85,3. Trotzdem, der Schuss war dafür in Ordnung. 58 Kilo. Na ja. Die Spur ist auch weg. Das heißt, das muss er gewesen sein. Schade, schade. Trotzdem ein paar richtig schöne Vierer-Gabelböcke jetzt heute erlegt. Ich bin da mega auf die nächste Runde gespannt, die wir drehen werden. Kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht dann was Größeres nachgespawnt ist. Werden wir auf jeden Fall bald weitermachen und hoffentlich den zweiten Dia-Gabelbock in unsere Lodge stellen können. Ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, euch viel Spaß und Erfolg beim Jagen. Bis zum nächsten Mal, haut rein!